Wir haben uns mit Gabi Raven getroffen. Sie ist eine Gynäkologin, die sich auf Schwangerschaftsabbrüche spezialisiert hat. Sie ist seit 1992 in diesem Bereich tätig und arbeitet in den Niederlanden sowie in Deutschland. Sie war 8 Jahre lang Vorsitzende des Nationalen Berufsverbands NGVA, der niederländischen Gesellschaft der auf Schwangerschaftsabbrüche spezialisierten Ärzte, und hat uns nun ein paar Fragen beantwortet. So, liebe Gabi, dann fange ich mal an, dir ein paar Fragen zu stellen. Du kommst ja eigentlich aus Holland und arbeitest auch da noch nebenbei. Was sind denn die Unterschiede zwischen Holland und Deutschland, was die Gesetzesgebung angeht? Was die Gesetze sind nicht so unterschieden. In Holland ist es nur bis einen späteren Termin erlaubt als in Deutschland, aber sonst sind die Gesetze nicht so unterschieden. Hier ist ja Artikel 219 gestrichen. Das gab es in Holland nicht. Wir dürfen die Frauen aufklären. Wir haben auch eine gute, ausführliche Website in Holland in 5 Sprachen. Ich denke, es ist auch wichtig, dass Frauen gut aufgeklärt werden, sonst suchen die alle Dr. Google und dann finden die meisten Horror-Stories raus. Und Artikel 218, dass es kriminell ist, ist auch in Holland noch immer da, dass es ins Strafgesetz ist. Das ist gleich. Was nur sehr unterschieden ist, wir brauchen nicht verpflichtet zu einer Beratungsstelle zu gehen. Den Zugang zu einer Praxis ist viel besser geregelt. Wenn man hier zu einer Beratungsstelle geht, dann muss man dann noch für eine Kostenübernahme gehen. Das braucht in Holland auch nicht. Wenn man in Holland wohnt und versichert ist, geht alles übers Bundesland, unabhängig von wie viel man verdient oder nicht. Das ist hier anders. Und dann muss man sich einen Arzt suchen. Und die meisten Ärzte, auch seit 2019 gestrichen ist, nennen nicht auf ihren Website, ob die Abbrüche machen. Also dann muss man als Patient anrufen und fragen, ich bin so und so weit schwanger, kann ich einen Termin bekommen? Die Hälfte macht nur medikamentös, die andere Hälfte macht nur bis, die eine macht bis 10 Wochen, die andere bis 12. Es ist hier gestattet bis 14 Wochen. Also es ist ein großer Weg für eine Frau, um zu gehen, um einen Termin zu bekommen, der auch noch eingehalten wird. Also es ist sehr viel unkomplizierter in Holland Ja, einfach. und das sieht man auch in die Statistik. 85% der Frauen, die in Holland behandelt werden, sind unter 8,5 Wochen schwanger. Unter 8,5 Wochen letzte Periode. Sie sind tatsächlich nur 6,5 Wochen schwanger. Und hier in Deutschland sind sie viel weiter, weil es gibt so viel Stress und Mühe, um irgendwo jemals einen Arzt zu bekommen, der einen Eingriff macht. Ich sehe in Romont schon seit Jahren nur Frauen kommen, die weit schwanger sind. Und dann frage ich immer, was habt ihr denn all die Zeit gemacht zwischen das Ultraschallbild von 7 Wochen und jetzt 17 Wochen? Habt ihr gezweifelt? Das ist ein guter Grund, um später zu sein. Aber die haben nicht gezweifelt. Die finden nie irgendwo eine Praxis. Und wären Sie dafür, dass man den Eingriff quasi bis zum letzten Tag machen kann, damit niemand ein Kind austragen will, was er nicht möchte? Oder wollen Sie gerne eine bestimmte Begrenzung, die nur weiter nach hinten Wir haben in verschoben wird? Holland die Begrenzung gestellt auf den Termin, dass ein Kind selbstständig leben kann, außer das Leib der Mutter. Also das ist in Holland 24 Wochen. Also 24 Wochen wäre für Sie ideal aus Ihrer Sicht. Ja, aber je früher, je besser. Das ist auch der Grund, dass ich hier bin. Dass ich es hasse, dass all die Frauen aus Deutschland nach Holland fahren müssen, weil die so spät schwanger sind. Weil die hier keinen Zugang haben. Und was ist so eine Durchschnittsfrau, die dann hier hinkommt? Ist das eine schon Mutter oder sind es eher jüngere Frauen, die durchschnittlich hier hinkommen oder ganz unterschiedlich? Das ist ganz unterschiedlich. Ich kenne die Statistiken nicht ganz auswendig hier in Deutschland, aber eigentlich weiß ich, dass es kaum Unterschiede gibt zwischen Belgien, Holland, Deutschland. Die meisten Frauen sind zwischen 25 und 35. Ja, ob die schon Kinder haben oder nicht, das ist sehr wechselnd. Es hängt auch nicht davon ab, ob die hoch ausgebildet oder schlecht ausgebildet oder viel oder wenig Geld haben. Es ist ein, wie nennt man das auf Deutsch? Ist so, wie die Gesellschaft ist, so ist es hier auch. Und sehen Sie sich dann irgendwie durch diesen Schwerpunkt als sozial oder politisch tätig, oder ist das für Sie eine ganz normale ärztliche Tätigkeit? Nee, es ist natürlich nicht eine normale ärztliche Tätigkeit, aber ich habe
gesehen, was es tut mit Frauen in Afrika. Da ist es angefangen, die jetzt kein Kind wollen. Und ich denke, in Afrika, wo ich war, da sind die Frauen gestorben. Und es müsste nicht nötig sein, dass Frauen sterben, weil die jetzt kein Kind wollen. Aber dann noch lieber eine Entscheidung so früh wie möglich und ein Eingriff so früh wie möglich. Aber da geht's hier in Deutschland, geht's nicht. Das wirkt nicht so, wie das hier geht. Es sind so viele Hürden, die genommen werden müssen von einer Frau. Und was gibt's da für Methoden und welche würden Sie dann empfehlen? Wir machen ja beide chirurgisch und medikamentös. Und es ist abhängig, was die Frauen wollen, ob welche Methoden sie wählen. Aber nur die medikamentöse ist ja beschränkt auf 9 Wochen, 8 plus 6. Und das hat den Vorteil, dass es zu Hause gemacht werden kann. Ja. Sie machen aber tendenziell ja eher Eingriffe in der Praxis, richtig? Mhm. Woran liegt das? Ja, weißt du, das Vorteil von der chirurgischen Methode ist, dass es besser zu kontrollieren ist, weil ich mache es, ich kontrolliere es und es ist in ein paar Stunden fertig. Wenn ich Frauen medikamentös, die medikamentöse Pillen mitgebe, ich weiß nicht, was geschehen wird. Ich kann das nicht voraussagen. Es ist sehr unterschieden. Die eine Frau sagt, es war, als ob ich meine Periode bekommen habe. Und die andere sagt, es war schrecklich. Ich habe noch lieber 3 Geburten als noch jemals eine medikamentöse Eingriff. Und das ist das Problem. Und es klappt auch nicht immer. 2% geschieht gar nichts. Muss man also noch einmal oder doch ein chirurgischer Eingriff? Also es ist ganz anders und ich denke, in ein Land, wo es nicht erlaubt ist und wo es die einzige Methode ist, um einen Abbruch zu bekommen, ist medikamentös okay. Aber ich persönlich finde ich es wichtig, dass Frauen wählen können. Und wenn man sehr unsicher ist und es über alles Kontrolle haben will, denke ich, ist ein chirurgischer Eingriff besser. Und wie ist das, dürfen Sie Frauen selber beraten oder kommen die nach der Beratung hierhin? In Deutschland ist alles nach verpflichteter Beratung. Die müssen zur Beratungsstelle. Und die müssen zu einer externen Beratungsstelle, kommen nur für den Eingriff dann quasi hierhin. Ja. Und wie läuft das dann konkret für die Betroffene dann ab? Ist es dann so, dass sie zur Beratungsstelle geht, sich verpflichtend beraten lässt, dann hier hinkommt und sich nochmal hier beraten lässt? Wir haben sie dann alle ein Gespräch und nicht alle Behandlungen, auch wenn die einen Termin haben, die gehen durch. Manchmal sind sie doch noch nicht entschieden und schicken wir sie weg. Also die gehen zuerst zum Frauenarzt, die meisten, um zu gucken, ob sie schwanger sind und wie weit. Dann gehen sie zur Beratungsstelle, dann gehen sie mit dem Beratungsschein zur Krankenkasse, um zu gucken, ob die eine Kostenübernahme bekommen. Das entscheiden die da. Und dann müssen die noch irgendwo hin für die Blutgruppe. Und dann kommen die mit den 3 Dings, machen die einen Termin und kommen die hier. Und dann haben wir noch ein Gespräch, wird ein Ultraschall gemacht. Und wenn die sich sicher sind, bekommen sie entweder die Medikamente oder geschieht an dem gleichen Tag den Eingriff. Am gleichen Tag noch? Ja. Okay. Vielen Dank. Das war's schon. Danke für deine Zeit.